Hallo, meine lieben Fußballströlche auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin und willkommen zum zweiten Teil von meiner persönlichen Prognose des zweiten Spiels der UEFA Champions League Halbfinale zwischen Olympique Lyon und dem FC Bayern München. Darauf freuen sich ja hier wohl die meisten und ich bedanke mich jetzt schon an diesem unfassbar heißen und stickigen Tag für jeden Daumen hoch. Danke für euren Support in der schwierigen Zeit. Und ich werde demnächst ein Video drehen, wenn vielleicht das Finale zu Ende ist und wir dann ein bisschen, es gibt eigentlich keine Pause, weil dann kommt DFB-Pokal, Länderspiele, das, Bundesliga, alle Ligen gehen schon wieder los. Aber ich finde vielleicht mal so in dieser Woche ein persönliches Video zu drehen, um euch hinter den Kulissen mal über das dreckige Geschäft hinter den Kulissen eines Videoproduzenten wie mir zu präsentieren, wie schwer es eigentlich ist, ja, Videos zu produzieren und nicht die Videos natürlich direkt, denn das macht Spaß und Freude, ne? Da ist der Onkel natürlich voll dabei, aber was im Hintergrund alles abgeht, was die ganzen Klicks, Kommentare und vor allem Menschen im Hintergrund aus in gewissen Positionen, mit denen man hier und da mal zusammengearbeitet hat, was die verursachen und was das alles für Schlangen und Faker sind. Nur mal kurz, wer dieses Video schon mal sehen will und interessiert ist, Daumen hoch, bei 500 Daumen hoch kommt Real Talk, die Wahrheit über alles. Ich werde richtig gewisse Schlangen und Unternehmen auseinandernehmen. Hat sich sogar gereimt. In diesem Sinne erstmal ein Schlückchen. Boah, das ist wirklich so stickig. Ich wollte nicht jetzt um halb sechs hier oberkörperfrei auftreten. Aber ich habe alles so bis hier. Und ich brauche ein bisschen Luft. Da habe ich mir kurz von meiner Freundin was ausgeliehen. Sieht aber auch richtig, könnte auch von Bruce Lee stammen, ne? Also richtig japanischer Style, sieht gar nicht aus. Dass es eigentlich eine Frau trägt. Also könnte auch ruhig aus Japan oder aus China modestylmäßig kommen. Und es ist wirklich auch so heiß, Freunde. Ich muss mir kurz mal ein bisschen hier. So. Und jetzt sind wir soweit. Zweites Halbfinale. Das erste habe ich ja prognostiziert. Ey, das ist so heiß, ja. So. So. Und das erste Halbfinale habe ich prognostiziert. Danke da schon mal für die netten Kommentare. Also die, die jetzt dieses Video als erstes schauen, ein Video zurückspulen, da habt ihr Leipzig gegen PSG. Und jetzt steht die Partie, auf die wir alle warten auf dem Programm, meine lieben Sportsfreunde. Olympique Lyon gegen Bayern München. Es steht natürlich sehr, sehr viel auf dem Spiel. Deswegen denke ich, dass sehr, sehr viel hier, beide Teams werden natürlich hier um alles fighten und kämpfen. Es geht nun mal um den Einzug in das wichtigste Finale der Saison. Und man muss hier als erstes bedenken, Bayern hatte einen Tag mehr Pause. Ich glaube, das spielt schon eine kleine Rolle, ne? Denn nach dem eigentlich leichteren von der Kraft her aus Spiel gegen Barcelona, dann nur Bayern eigentlich ja, Bayern hat es Spaß gemacht und das war mehr so ein Hasenheide lockerer Freizeitkick. So gesehen denke ich nicht, dass da viel Kraft draufgegangen ist. Lyon musste da schon natürlich viel mehr strampeln, ne, gegen Man City und hat dann einen Tag weniger Pause mit wohl mehr Kraftaufwand. Deswegen ist das ein bisschen zu beachten, meine lieben Sportsfreunde, nur mal nebenbei eine kurze Info. Ne? Dann kommen wir mal, wen hat Juve ausgeschaltet, sage ich schon. Juve hat niemanden ausgeschaltet. Lyon hat Juve ausgeschaltet mit 1-0-Sieg und dann 1-2-Niederlage und dann das 3-1 gegen Manchester City. Was sagt uns das? Gegen Juve. In Juventus 2 Gegentreffer, zu Hause in Lyon 0 Gegentreffer und gegen Man City auch nur ein Gegentreffer. Und davor, nach der Corona-Pause, wo man dann wieder spielen konnte, im Finale gegen PSG im französischen Pokal 0-0 und erst im Elfmeterschießen gegen PSG verloren. Ja? Also,
zu 0 PSG gehalten, nach 120 Minuten. Bei den Bayern, ja, die Bayern gegen Chelsea 3-0 und 4-1 und gegen Barca 8-2. Und man muss hier eins bedenken, da hole ich mal ganz kurz den Kicker zu Hilfe. Ne? Sorry, Freunde, da hole ich mal ganz kurz den Kicker zu Hilfe. Es ist wirklich so stickig. Ich habe hier zu viele Informationen. Er hat mich vorbereitet wie ein richtiger Musterschüler, Freunde. Deswegen schön Hausaufgaben machen. Alle, die hier noch zur Schule gehen oder sich sonst wie weiterbilden. Olympique Lyon hat in 9 Champions League Duellen 14 Tore gemacht und nur 11 Gegentreffer kassiert. Bedeutet in 9 Spielen 11 Gegentore im Hinterkopf behalten. Bayern dagegen 9 Champions League Spiele diese Saison, 9 Siege, 39 zu 8 Tore. Das ist natürlich eine Offensivmacht. Und ich denke, es wird nicht viel verändert. Ich glaube, Bayern kann mit der gleichen Aufstellung spielen. Vielleicht man munkelt Perisic für Coman, aber Perisic hat 2 Tore geschossen gegen Chelsea sowie gegen Barcelona. Also der ist gut drauf. Da denke ich mir nicht, dass es irgendwie Bedenken gibt. Alaba hat nur Barca gezeigt, wie man Tore schießt. Neuer ist safe. Boateng wieder auch safe. Da ist Süle noch nicht so weit und Boateng ist meiner Meinung nach trotz allem besser. Kimmich natürlich gesetzt. Davis Weltklasse. Das wird einer der besten Spieler der Welt auf seiner Position. In ein paar Jahren Thiago Goretzka bleibt und Müller natürlich jetzt wieder ermüllert, neu ermüllert. Ne? Schöne Grüße an Löw. Der spielt unspektakulär, aber er macht die Tore weiter. Gnabry rechts. Den finde ich halt nicht so gut. Hat jetzt mal wieder getroffen, hat ein bisschen jetzt wieder was gezeigt, aber ansonsten war er nicht in so einer Verfassung. Perisic dann links und Lewandowski, da muss man ja nicht viel sagen. Das wissen wir, 14 Tore in jedem Champions League-Spiel getroffen. Da muss man nicht viel sagen. Und ja, die Aufstellung von Olympique Lyon. Mal gucken, ob Dembélé dann doch wieder als Joker eingesetzt wird oder ob er nach den 2 Toren gegen Man City jetzt von Anfang an spielen wird. Muss man gucken. Ne? Depay ist da natürlich die Führungspersönlichkeit und der Rest, dazu kommen wir jetzt zu sprechen. Olympique Lyon, eine sehr kompakte Mannschaft. Mannschaftsdienlich, kämpfen gut, machen gut zu. Defensiv ist das etwas ganz anderes. Erstmal, was ich hier denke. Man darf jetzt nicht in diese Euphorie verfallen und sagen, so voll der hohe Sieg für Bayern München. Ja, dann müsste ich ja die Prognose nicht machen. Ja? Und viele gehen da jetzt mit der FC Bayern-Euphorie. Bedenkt eins, das war ein kaputtes FC Barcelona. Ja? Meiner Meinung nach hätte Olympique Lyon auch dieses Barcelona rauswerfen können aus der Champions League. Die haben nicht umsonst Juve und Man City rausgeworfen. Die sind in einem Halbfinale. Die sind auch jetzt so, obwohl die wissen, da wartet natürlich die Übermacht in der aktuellen Saison. Die beste Mannschaft der Welt. Aber Olympique Lyon 0-0 nach 120 Minuten gegen PSG im französischen Pokal. Juve rausgeworfen mit Ronaldo. Manchester City, das Star-Team rausgeworfen, die eigentlich bei jedem Buchmacher vor der Saison favorisiert waren auf den Champions League Sieg. Und jetzt geht's um den Einzug in einem einzigen Spiel ins Finale. Da muss man auch nicht viel sagen. Da muss Garcia die nicht motivieren. Die kommen da nicht einfach hin und sagen, nur weil die jetzt viel besser und vielleicht in einer viel größeren Topform sind, da geben wir uns jetzt fünf Eier und dann fliegen wir nach Lyon zurück. Es ist nur ein Spiel und da sind Profis und die haben auch einen Rücken. Juve mit Ronaldo weg, Man City weg, die haben auch einen Rücken. Und warum nicht noch eine super Sensation, denken die sich? Ne? Mit etwas Glück und dem Fußballwunder, den man an dem Tag braucht, und dann sind die in einem Champions League Finale. Deswegen weg vom Kantersieg Bayern München. Ne? Das ist nicht vergleichbar mit dem super Kantersieg gegen dieses kaputte Barcelona, was halt nicht vergleichbar ist. Ne? Hier kommt auf jeden Fall ein viel stabileres Team und in einer viel krasseren Verfassung, Freunde. Und wie gehe ich jetzt? Wie gehe ich an dieses Spiel ran? Lyon muss gut stehen. Ja, die müssen natürlich am Anfang, ist es vollkommen egal, ob die auch ein Gegentor kassieren. Ne? Die dürfen dann nicht aufmachen und voll dann wieder versuchen, das Remis zu erzielen, vielleicht zum 1-1 Ausgleich zu kommen. Olympique Lyon muss erstmal die ganze Zeit stabil ackern,
ackern, Räume zumachen, Bälle wegballern, vielleicht ein bisschen hier und da mal auf Konter, denn die Bayern haben eigentlich auch bei sehr, sehr hohen Siegen oder immer wenn die gegen Leverkusen auch 2x4, 2-4, 2-7, 2 gegen Tottenham, 8-2 gegen Barcelona, die kassieren halt. Gegen Chelsea haben sie auch eins bekommen, also die kassieren schon Tore. Ja, rein, die sind auch hier und da mal immer für ein bis zwei Gegentreffer gut, wenn es bei denen auch super läuft. Ja? Und hier denke ich, wird es natürlich sehr, sehr schwer für Lyon sein, durchzukommen. Bayern wird das Spiel machen. Bayern ist die beste Mannschaft. Bayern hat jetzt alles. Da laufen die Automatismen, wie man so schön sagt, blind. Lewandowski in einer Weltklasse-Verfassung, nicht nur er, Davis in einer Weltklasse-Verfassung. Das ist natürlich schwer. Und jetzt heißt es, selbst bei einem frühen Gegentreffer für Olympique Lyon, nach dem Druck von Bayern, müssen sie erstmal so lang wie möglich die Niederlage minimalistisch halten. Ja? Und dann erst vielleicht mit Dembélé und ein paar Moves versuchen, alles nach vorne zu werfen. Aber die Frage ist, wie viel Kraft und wie viel Kraft wird es kosten, die Bayern minimalistisch zu verteidigen? Ja? Bedenkt man jetzt am Anfang des Videos, ein Tag weniger Pause und das schwere Spiel gegen Man City in den Knochen. Und bevor ich zu den Ergebnissen und den Quoten komme, was ich denke, was ich glaube, wie das hier ausgehen wird, möchte ich mal ganz kurz auf die Geschichte der beiden Teams in den europäischen Spielen der Champions League mal hier darauf zu sprechen kommen. Denn ich schaue immer auf die Geschichte, wie haben die Teams vor 3, 5, 8, 10, 15 Jahren gespielt. Denn vieles in gewissen Mannschaften, auch wenn es nicht mehr die gleichen Mannschaften, Spieler und Trainer sind, aber Team gegen Team, egal wann, vieles spiegelt sich in der Geschichte wider. Ne? Deswegen immer schön die Geschichte verfolgen. Wie stehen die Teams zueinander? Wie haben die sonst immer gegeneinander gespielt in der Geschichte? Denn die Spieler gehen, aber die Teams und die Tradition bleibt. Und manchmal liegen gewisse Vereine gewissen Teams nicht. Ne? Und ich habe hier von 2000 bis 2010 mal die Champions League Resultate hier ausgepickt. Und da haben wir 3-0-Sieg Bayern, 1-0-Sieg Bayern, 3-2-Sieg Bayern, 1-1, 2-1-Sieg Lyon, 1-1, 3-0-Lyon-Sieg, 1-0 Bayern-Sieg. Also man sieht hier, eine Partie war über 3,5, ansonsten auch viele unter 2,5, auch genau über 2,5 Partien. Aber man merkt halt, ja, die Spiele waren hier 1-1, 1-1, 0-1, 0-1 und jeweils 3-0 die, 3-0 die, 2-1 die, 3-2 Bayern. Also eigentlich, Historie besagt, ausgeglichen. Ne? Ausgeglichenes Ding und jetzt keiner, der den anderen da irgendwo we richtig weggefegt hat. Ich kann mich noch an Gouffou erinnern und das, wo Lyon 3-0 gegen Bayern gewonnen hat damals. Aber eigentlich sagt die Historie jetzt auch eher minimalistisch und eher so auf Augenhöhe. Ne? Das wird jetzt, ob das jetzt auf ganz auch Augenhöhe hier jetzt auch der Fall sein wird, ist natürlich dahingestellt. Von was gehe ich jetzt aus? Meiner Meinung nach wird Lyon versuchen, natürlich das erstmal hinten dicht zu halten. Mit viel Aufwand, viel so. Deswegen würde mich ein 0-0 nicht wundern, Bayern wird aber treffen, ich denke, zum 1-0. Deswegen denke ich zur Halbzeit nur so ein 0 zu 1. Und meiner Meinung nach wird das ein minus 3,5 Spiel. Ich gehe fest davon aus, dass hier keine, nicht mehr als vier Treffer fallen. Also ich denke, höchstens fallen hier drei Treffer in dem Spiel, aber nicht vier, weil ich hier einfach von keinem Kantersieg ausgehe. Und ich denke, dazu ist die Abwehr von Lyon viel zu gut. Die werden da alle reinbuttern. Ein Schritt vor dem Finale. Und meiner Meinung nach für minus 3,5 eine 1,95er. Da sollte man zupacken. Ne? Und warum ich so denke? Ich denke einfach, wenn Lyon gut arbeitet und die auch 0-1 zurückliegen, meiner Meinung nach ist das so, ich habe hier zwei Ergebnisse stehen: 0-2, 0-3. Ich denke nicht einfach, dass Lyon ein Tor, obwohl man sagt, gegen diese Bayern kann sein, aber in einem Halbfinale, Bayern wird auch jetzt ein bisschen vielleicht den Druck und das Tempo bisschen rausnehmen. Man kann jetzt ein bisschen raus sein, man kann das 1-0 machen und dann kann man das auch kontrollieren und man muss hier nicht auf Hauruck gehen, denn man weiß, man hat auch gegen Man City gesehen, Lyon ist auch dann gefährlich.
hier und da mal. Das ist eine erfahrene Mannschaft. Da spielt ein Depay, da spielen erfahrene Leute und die lassen sich da die Butter vom Brot nicht so leicht nehmen, wenn es jetzt um ein Finale geht, wenn man so nah dran ist. Trotz allem glaube ich, dass sie ihren Zenit jetzt erreicht haben mit Juve raus, mit Man City raus, mit wirklich genialen Ergebnissen. Ist für dieses Lyon, was siebter nur in der Liga geworden ist, die abgebrochen wurde, ist wirklich das Maximum. Und meiner Meinung nach werden sie, obwohl ich eigentlich sagen muss, ja, Neuer und so die Abwehr, bei einem höheren Sieg würde ich sagen, Lyon trifft. Ich denke, Bayern wird das Spiel erstmal dominieren. Lyon wird gut stehen. Bayern wird das 1-0 erzielen. Aber die wissen ganz genau, wenn dann Dembélé kommt, wenn Depay da ist, die werden sich dann doch mehr auch darum konzentrieren, um dieses 1-0 zu halten und dann in der zweiten Halbzeit aufs 2-0 zu gehen. Und am Ende wird es meiner Meinung nach ein nicht, vielleicht nicht so hart erkämpftes, aber Lyon wird gut fighten, sich nicht abschlachten lassen und Bayern wird trotz allem ins Finale einziehen, aber nicht mit einem Kantersieg. Zu 0. 2-0 oder 3-0 ist meine Resultatwette, was mir das Gefühl sagt. Kommt dann darauf an, wie die sich am Ende noch öffnen werden, weil dann sind die Bayern schnell. Kommt darauf an, auch ein bisschen, wann die Tore fallen, wie sich das Spiel entwickelt. Vielleicht steht es zur Halbzeit 0-0, ne? Und dann setzen die Bayern doch noch zwei, drei Level dazu und gehen dann richtig, richtig drauf. Aber was ausfällt, ich denke nicht, dass Lyon hier die Führung erzielen kann gegen den FC Bayern. Ich denke, Bayern wird das ganze Spiel lang dominieren und im Griff haben. Und gegen die Chancen, die Lyon sich erarbeiten werden, werden sie auch gut stehen und Neuer wird das rausholen. Ja, obwohl ich Lyon natürlich ein Tor wünsche. Ich wünsche mir natürlich eine Verlängerung und da selbst eine Sensation wäre 1A für den Fußball. Dieses Turnier ist super. So müsste eigentlich die Champions League jetzt immer stattfinden. Da könnte man ja nicht mehr so leicht, weil in zwei Spielen ist es viel leichter für den Favoriten durchzukommen. Als für Außenseiter oder für Kleinere ist dieses Einspielturnier super. Super, das bietet viel mehr Chancen, Möglichkeiten und da eröffnen sich auf jeden Fall eine ganze mehr Chancen. Deswegen, und bei minus 3,5, wenn ich davon ausgehe, dass Lyon kein Tor macht, sage ich, Bayern wird dieses Spiel nicht über ein 3-0 mit einem 4-0 gegen so ein Lyon, das eigentlich hinten wirklich nicht zu unterschätzen ist. Bayern wird Lyon nicht einfach 4-0 wegjagen. Lyon ist nicht Barcelona und die werden sich jetzt um das Finale nicht abschlachten lassen. Ich habe hier auch noch ein 1 zu 2 stehen mit einer 9er Quote, aber das eher nur ganz klein am Rande. Falls Lyon treffen sollte, weil natürlich ist alles möglich, habe ich hier ein Handicap 2-0x mit einer 4,50er und bei Bayern zu 0 Bayern FCB Handicap 3-0x 5er Quote. Ne? Man kann auch da drauf gehen, denn ich denke einfach so, wenn Lyon trifft, trotz allem dann mit zwei bis drei Toren dann auf dieses X zu treffen, aber das ist jetzt mal auch nur am Rande erwähnt, so in die Richtung. Ich denke nicht, dass es mit einem Tor entschieden wird, ich denke aber auch nicht, dass es mit vier Toren entschieden wird, wenn dann mit zwei oder mit drei Toren Differenz für den FC Bayern München, aber ich gehe eher davon aus, dass Lyon hier kein Tor macht, dass die sehr, sehr gut fighten werden, kämpfen werden und ich habe mir aufgeschrieben, dass mein Instinkt mir sagt, dass Goretzka hier treffen wird. Mit einer 3,20er Quote. Irgendwas sagt mir, dass Goretzka ein Tor schießen wird und vielleicht sogar das zum 1-0. Das ist so in die Richtung mein Tipp. Ich tippe hier, wenn ich mich jetzt direkt sogar entscheiden müsste, um euch leichter zu machen, ich sage, das wird ein sehr gut stehendes Lyon mit vielleicht zwei bis drei auch guten Möglichkeiten, die Neuer vereiteln wird und die sie entweder nicht nutzen werden. Und Bayern wird hier am Ende mit 2-0 gewinnen. Und entweder, wenn zu 0 steht, 0-0 zur Halbzeit, dann wird das 2-0 für Bayern ausgehen. Sollte Bayern 1-0 führen zur Halbzeit, kann es auch ein 3-0 am Ende sein. Das ist meine Prognose für das Megaspiel Olympique Lyon gegen FC Bayern. Danke für jeden Daumen hoch. Dankeschön, dass ihr mich nach der Corona-Krise so unterstützt. Der Onkel braucht jetzt die Unterstützung. Danke für alles, meine Fans, meine Maverick Army. Und wir sehen uns dann, wenn es heißt Analysen der Partien. Heute haben wir noch Donetsk gegen Inter. Danke für jeden Daumen hoch. Und dann geht es auch schon mit der Prognose für das Finale in der Europa League. Und dann
nach den zwei Halbfinals in der Champions League mit dem Finale der Champions League. Unfassbar. Und jetzt beginnt auch noch die Quali für die Champions League der Saison schon 2020, 2021. Deswegen viel steht auf dem Programm. Hier geht es ab. Ihr merkt, ich bin fokussiert. Ich bin wieder im Büro. Ich bin am Ackern. Ich bin am Machen. Und alle, die sich auch das private, persönliche Video wünschen, ballert die Daumen hoch. Denn ich packe aus dem Nähkästchen und wir machen mal hier Tacheles, Freunde. In diesem Sinne, ich grüße alle meine Fans, meine Maverick Army, alle meine Freunde, alle meine Stammzuschauer, alle, die mich feiern und mögen, alle, die kommentieren, alle, die liken und alle, die Maverick TV treu sind. Mein Name ist Maverick Berlin, ihr wart auf Maverick TV. Peace out und ratatatata, macht die Geldzählmaschine. Yeah!